Nachdem Spots wie Love Park und Brooklyn Banks zerstört wurden, gilt dieser Spot als einer der letzten Skate-Plazas an der Ostküste der USA. Das ist der Pulaski Plaza. Dieser Spot ist ein öffentlicher Platz, der am 1. November 1980 unter dem Namen Western Plaza eröffnet wurde. 1988 wurde der Platz zur Ehrung von Martin Luther King in Freedom Plaza umbenannt, da dieser in dem Willard Hotel gegenüber des Platzes seine berühmte I Have a Dream Rede geschrieben hat. Im selben Jahr wurde auch eine Zeitkapsel mit diversen Habseligkeiten von Martin Luther King an diesem Platz vergraben, welche erst 2088 geöffnet werden soll. Der Platz besteht hauptsächlich aus Granit und Marmor und von oben betrachtet ist ein Ausschnitt der Stadtkarte von Washington zu sehen, die auf Pierre-Charles Lefort's Karte aus dem Jahr 1791 basiert. Von Skatern wird dieser Platz allerdings nur selten als Freedom Plaza bezeichnet. Uns ist er hauptsächlich als Pulaski Plaza bekannt. So, most people know this park as Pulaski for skaters. Now, Freedom Plaza is the more like tourist attraction name, but we call it Pulaski Park. Because General Pulaski is behind us, the legendary. He always been watching over us, the man on the horse. General Kazimierz Pulaski, ein polnischer Adeliger, der für die Unabhängigkeit der USA gekämpft hat, die amerikanische Kavallerie gegründet hat und bei einer Schlacht sogar George Washington das Leben rettete. Die ersten Skater tauchten hier ungefähr zwischen 1987 und 89 auf. Genau dokumentiert ist das leider nicht mehr. Jedenfalls handelte es sich hierbei allen voran um Andy Stone, Chris Hall und Pepe Martinez. Alle drei Locals aus Washington DC. Die ersten Videoclips von Pulaski erschienen 1990 in Sean Chaffees Part im Video A Reason to Live von Santa Cruz. Mit den Jahren sprach sich die Existenz des Spots immer weiter rum. Und der Pulaski Plaza wurde Stück für Stück immer bekannter. We grew up, we didn't have skate parks, so this was our skate park. No skate parks in DC at all. It was the beginning of modern street skating. Es folgten unzählige Fotos in verschiedensten Zeitschriften und auch in Videoparts wurde der Spot immer präsenter. 1993 war der Spot unter anderem in der dritten Ausgabe von 411 zu sehen, sowie im ersten Eastern Exposure Video. In diesem ist außerdem Bam Margera das erste Mal in einem Skate-Video vertreten. Zur Zeit der Aufnahmen war er erst 12 oder 13 Jahre alt. Auch in dem allerersten Video von Element aus dem Jahr 1994 mit dem Titel Fine Artists Volume 1 war der Spot vertreten. Pepe Martinez hat hier einen großen Teil seines Parts gefilmt. Dass sich der Spot überhaupt zu einer großen Beliebtheit erfreut hat, gleicht aber dennoch einem Wunder. Skaten wurde hier seit dem Antreffen der ersten Skater gar nicht geduldet. Die Behörden gingen 1991 sogar so weit, dass Maßnahmen eingeführt wurden, die das Skaten am Freedom Plaza komplett verboten. Die Polizei durfte von nun an auch die Skateboards konfiszieren, wer erwischt wurde, musste außerdem ein Bußgeld zahlen. Es war immer ein Katz-und-Maus-Spiel, vor der Polizei flüchten, warten und weiter skaten. Und das Ganze Tag ein, Tag aus. Obwohl das alles andere als perfekte Voraussetzungen sind, entwickelte sich der Spot dennoch zu einem Skateboarding-Mekka. Der Platz war einfach zu perfekt, um sich von solchen Kleinigkeiten davon abbringen zu lassen. Unzählige Ledges, ein riesiger Flat-Bereich, Stufen und Gaps, rundum ein perfekter Skate-Plaza. Perfect in my eyes, but it's definitely not easy to skate. Just landing anything out here is like so rewarding. And even if it seems like it takes longer to learn a new skill or trick, you always learn something even outside of that. So. Und somit wurde der Spot auch zu einem Zuhause für die Skate-Community und fand in den Jahren darauf immer mehr Fans. This plaza is what really put DC like on the map for skateboarding. The pros come to town, this is where they go. People travel the world to come here, so I mean, it's a big deal, you know? And it's just like a place where everyone could chill and have a good time. In der Zeit zwischen 2008 und 2016 wurde auch der Go Skateboarding Day jährlich am Pulaski Plaza gefeiert. Der Palace 5 Skate Shop veranstaltete das Ganze unter dem Namen Palace to Pulaski. Hierbei trafen sich die Skater an deren Shop und daraufhin ist man gemeinsam zum Pulaski gerollt. Dort angekommen dauerte es allerdings nie lange, bis die Cops auftauchten. 2014 veröffentlichte Bobby Warrest, ein Local aus Washington, einen Videopart mit dem Namen Hometown Turf Killer. Das Besondere ist, dass das Video komplett am Pulaski gedreht wurde. Warrest war 2020 auch in der Plazacation-Serie von Fresher zu sehen, in der eine Folge dem Pulaski Plaza gewidmet wurde. Seitdem der Love Park und die Brooklyn Banks zerstört wurden, bleibt Pulaski als letzter legendärer Plaza an der Ostküste der USA übrig. And it really is one of the best, longest standing plazas in skateboarding. You know, we're one of the last plazas left in the United States. You don't want to grass this over, and that happened to our sister park, Love Park in Philly, and it sucked the culture and life out of it.
Ursprünglich war der Platz als Veranstaltungsort gedacht, an dem sich Menschen zu verschiedensten Aktivitäten treffen können. Es finden auch hin und wieder Konzerte oder Protestaktionen auf dem Freedom Plaza statt. Dennoch wird er von vielen Bewohnern und Politikern in Washington D.C. als gescheitert angesehen, da die Nutzungsmöglichkeiten anscheinend nur begrenzt wären. But it's more than just us skateboarders. People who don't even skate come up here with their kids. I think on Wednesdays they have like slow jams. Like salsa dancing. And all the protests and things like that. And it's like really one of those spots where you can like express yourself. So. In der Skate-Community wusste man, dass die Existenz des Spots schon seit Jahren in Frage gestellt wurde. Anfang 2022 wurde man trotzdem ziemlich kalt erwischt. Die Behörden gaben bekannt, dass der Freedom Plaza abgerissen oder umgebaut werden soll. Auch drei Pläne wurden vorgestellt, wie der Platz in Zukunft aussehen könnte. Daraufhin hat der Crushed Skate Shop eine Aktion gestartet, mit dem Ziel, 10.000 Unterschriften zu sammeln, um der Skate-Community eine Stimme bei der Planung zu geben. I started the petition about 2 months ago now, and since then, you know, I've been in touch with NCPC, and now I just got introduced to the folks at Downtown Bid, and now we're pretty much like in beginning talks, just kind of like introductions. So there's not anything like set in stone like at all, but none of their plans have the plaza in it. You know, there's no marble there. All of them either have like a street where the plaza is or grass where the plaza is. Like the plaza's gone. Der Pulaski Plaza ist für Skater nicht nur ein Spot. Hier hat Geschichte und Leben stattgefunden und eine Kultur wurde zu dem geformt, was sie heute ist. Stand heute haben über 12.000 Menschen unterschrieben. Weitere Neuigkeiten zur Zukunft des Spots wird es aber erst 2023 geben, sobald sich die Stadt Washington alle Stimmen angehört und mit weiteren Beratern gesprochen hat. Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Pulaski Plaza weitergehen wird. Aber wenn man auf die Geschichte anderer legendärer Spots zurückblickt, die sich in der gleichen Situation befanden, sieht die Zukunft ehrlich gesagt nicht so rosig aus. Dass aber aus einem illegalen Skatespot auch ein offizieller Skatepark entstehen kann, hat das West LA Courthouse gezeigt.